Erste Blitzmarathon-Bilanz. In den ersten 18 Stunden wurden bayernweit über 8.100 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In München sind trotz mehrfacher Vorankündigung 678 Raser erwischt worden. Ein 35-jähriger Motorradfahrer fuhr in der Fürstenrieder Straße mit 105 anstelle der dort zulässigen 50 km/h. Den Raser erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 560 €, 2 Punkte in Flensburg und ein 2-monatiges Fahrverbot.